Hallo, ich grüße euch auf meinem Kanal. Ein Riesenkarton. Also ganz ehrlich, Xingbao, was soll das? Man kriegt das Ding überhaupt nicht auf den Tisch. Natürlich ist da die Erwartungshaltung bei einem Karton, der sage und schreibe, wie hoch ist er? 46 Zentimeter mal 33 Zentimeter. Da denkst du natürlich, wow. Da kriegst du jetzt ein Riesenset. Ist ja ein Turm aus der Tang-Dynastie, ein Wachturm. Und jo. Ja, warum habe ich mir den geholt? Der ist momentan bei Bluebricks immer noch im Angebot. Anstatt 14,95 8 Euro. Dafür ist es natürlich ein guter Kurs. 485 Teile. Und da muss man, denke ich, auch sein Augenmerk drauf richten. Der ist für den Preis auf jeden Fall super, würde ich sagen. Und selbst wenn man den nur als Teilespender nimmt, obwohl es sind keine großen Bricks dabei, der ist mehr mit Plates gebaut. Ich glaube, 1x4 ist da der größte Brick, den man verbaut. Und die sind jetzt hier quasi quer gebaut. Da sind dann schon mal 1x4 Steine drin. Schön sind diese großen Dachsteine. Für die Ecken auch. Also wenn man es als Teilespender nehmen will, sind auch ein paar 1x1 Plates und Fliesen dabei. Aber ansonsten, es ist hinterher schön stabil, sage ich jetzt mal. Ich habe es hier oben noch ein bisschen unterbaut, das Dach, weil ein bisschen Luft bleibt. Und hier diese Seitenbauweise wird halt auf eine Noppe quasi gesetzt, aber dadurch, dass es dann eng zusammensitzt, kann da nicht viel passieren. Wenn man hier aber kräftig reindrücken würde, könnten sich diese Wände auch ein bisschen verschieben. Ansonsten, es sind auch Aufkleber dabei, also Stickerbogen gibt es. Ich sag mal so, zwingend ist es nicht, dass man die aufklebt. Das sind halt diese Schilder hier auf diesen goldenen Skislopes. Die kann man aufkleben, sieht natürlich dann ein bisschen realistischer aus. Hier oben diese, ich glaube, das sind so ganz große Trommeln in dem Turm, die sind auch beklebt, vier Stück rundherum. Ja, diese Trotteln kennt man ja auch und teilweise halt eben auch nur mit 1x1 Plates aufeinander gebaut, unterschiedliche Farben. So ein bisschen diese typische Struktur und durch dieses Querbauen bekommt man halt hier so eine Art Fachwerkstruktur auch hin. Ja, also wie gesagt, für diesen Turm gibt es momentan einen richtig klasse Preis. Der ist in der Höhe, wenn wir uns noch die Packung in Erinnerung rufen, hier sind wir bei 25. Die Packung hatte eine Höhe von, das habe ich schon wieder vergessen, 46. Also die ist natürlich viel, viel zu groß. Man lernt das, die Chinesen mal, sage ich. Was noch dabei ist, ist hier so ein kleiner Stand, einfach mal noch daneben zu stellen. Die Anleitung ist ganz schön gestaltet, in so einem kleinen Büchelchen, durchaus hochwertig. Die Farben werden verblasst. Man sieht also sehr gut, wo man was hinbaut. Und ja, im Inneren befindet sich eine riesige Treppe, die baut man auch mit einer langen Plate und dann werden lauter so Skislopes draufgesetzt. Das ist also von komplett unten bis oben ist die so an Hinges angebaut und da kann man den ganzen Turm hochklettern anhand dieser Treppe. Ja, und ich glaube, man soll die auch so ein bisschen schräg stellen, weil die nämlich sonst eigentlich von den Stufen her nicht richtig stehen würde. Also das ist halt, die geht halt von unten bis nach oben, macht ja auch Sinn, um eben auch wirklich nach oben zu kommen. Ja, was wollte ich euch noch zeigen? Genau, ein bisschen 1x1 Gerümmel ist natürlich auch noch über. Einer von den 1x1 Bricks hier ist noch über mit seitlicher Noppenaufnahme. Nee, also ich habe das jetzt mal so gebaut, das Türmchen. Ist auf jeden Fall schön anzusehen, kann man sich irgendwo noch dazustellen. Passt jetzt natürlich nicht zu allem dazu. Zu Ninjago oder so wird es natürlich optimal passen.
Ja, den Turm gibt es auch noch in einer etwas größeren Variante, was heißt etwas, also deutlich größer. Da haben wir fast 3.300 Teile und momentan auch reduziert auf 89 Euro anstatt 150 Euro. Und da sind wir ja beim ursprünglichen Preis beim Zehnfachen. Und wir haben aber nicht ganz die zehnfache Steine. Anzahl, also ist man mit dieser kleinen Variante eigentlich immer noch besser bedient, weil wir sind ja da bei 485 Teilen gegenüber 3300 Teilen. Also, das ist halt so ein Rechenexempel. Also, wenn ihr mal in so einem Bluebrick Store seid und die haben noch so welche, kann man glaube ich ungesehen mitnehmen. Ist schön gebaut, hat also auch Spaß gemacht zu bauen. Und dieses Snod-Bauweise, die teilweise eben angelegt wird, dann werden auch gewisse Rahmen so aus einzelnen Plates gebaut. Also man hat ein bisschen Bauspaß, ein bisschen Zeit, die das auch benötigt. Das ist jetzt nicht eben mal so in 2 Minuten aufeinandergesetzt. Von daher kann man da eigentlich nicht viel falsch machen. Es sieht optisch halt auch schön aus. Ne? Muss natürlich irgendwo passen zu dem, was man sonst so irgendwo in der Stadt oder so stehen hat. Aber ein China-Distrikt oder sowas haben ja auch viele in ihrer Stadt. Ja, das soll es zu diesem kleinen Wachtürmchen gewesen sein. Ich freue mich über Kommentare und natürlich ganz besonders über Abos. Wer noch nicht hat, ringt euch mal dazu durch, klickt mal den Abo-Button. Ich denke, mein Kanal bietet schon einiges an Abwechslung. Und ja, das würde mich sehr freuen, auch in den Austausch mit euch zu kommen. Und dann sage ich mal, bis bald. Ciao, ciao.